Verschwendet die UN-Organisation UN Women Steuergelder? Diesen Vorwurf muss sich die Organisation der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen, kurz UN Women, gefallen lassen, nachdem sie auf Twitter verkündete: Hilf uns dabei, eine gleichere Welt zu schaffen, indem du genderneutrale Sprache verwendest. Darunter wird ein Sprachgebrauch verstanden, der darauf abzielt, die Gleichstellung der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen. Mit Hilfe eines Sprachleitfadens erklärt UN Women, welche Wörter deshalb aus dem Sprachgebrauch zu entfernen seien. Anstelle von Freund und Freundin soll vom Partner gesprochen werden. Feuerwehrmann und Frau seien durch Feuerwehrleute zu ersetzen. Könnte das stolze Budget von jährlich 334 Millionen US-Dollar, Stand 2016, nicht für dringendere Projekte eingesetzt werden? An sinnvollen Tätigkeiten würde es nicht mangeln, werden doch in vielen Ländern Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt. Auch Sklaverei ist vor allem in Afrika und Asien immer noch verbreitet. Angesichts dieser realen Probleme, mit denen Frauen konfrontiert sind, befremden derartige Aktionen. Ohne einen nachhaltigen Nutzen zu erzeugen, werden mit diesem Gender-Sprachleitfaden hart verdiente Steuergelder verschwendet und die sich ergänzenden Fähigkeiten von Mann und Frau überhaupt nicht berücksichtigt.